In diesem Video erfahren Sie etwas über die Symbolleiste für den Schnellzugriff. Eine weitere Neuerung, und das ist eine von zwei neuen Symbolleisten, die es ab der Version 2010 gibt, ist die sogenannte Symbolleiste für den Schnellzugriff. In der Symbolleiste für den Schnellzugriff sind neben dem Programmsymbol hier schon drei Befehle hinterlegt, nämlich Speichern, Rückgängig und Vorwärts. Möchten Sie weitere Befehle hier hinzufügen, klicken Sie einfach auf diese kleine Pfeilschaltfläche und Sie sehen, Sie haben hier die bereits markierten Befehle hinterlegt. Wenn Sie hier auf zum Beispiel Neu klicken, sehen Sie, dass hier an dieser Stelle der Befehl Neu in die Schnellstart-Symbolleiste oder besser gesagt in die Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzugefügt würde. Klicken Sie erneut auf den kleinen Pfeilsymbol, dann sehen Sie, haben Sie hier auch tatsächlich die Möglichkeit umzuschalten auf den Fingereingabe bzw. auf den Mausmodus. Klicken Sie hier diesen Befehl an, dann sehen Sie hier diesen Fingereingabe und Mausmodus. Das ist natürlich optimiert für Tablets. Klicke ich hier einmal drauf, sehen Sie, kann ich hier entscheiden, ob ich mit der Maus arbeite oder mit der Fingereingabe. Den Unterschied sehen Sie sofort. Bei der Fingereingabe vergrößert sich das Menüband, damit Sie mit Ihren Fingern die Befehle besser treffen können. Ich mache das wieder zurück auf die Mauseingabe und Sie sehen sofort den Unterschied. Die Systematik, die Sie sofort auch erkennen, ist, dass immer wenn Sie einen neuen Befehl hinzugefügt haben, der ans Ende Ihrer Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzugefügt wird. Wenn Sie auf das Pfeilsymbol klicken, sehen Sie hier ein paar Möglichkeiten, die Sie sofort hinzufügen können und auch den Befehl unter dem Menüband anzeigen. Was passiert? Ich klicke da mal drauf. Unter dem Menüband anzeigen bedeutet, die Symbolleiste für den Schnellzugriff wird mir unter dem Menüband angezeigt. Das hat den Vorteil, dass es vielleicht etwas übersichtlicher ist, die Symbole sind etwas größer. Und Sie haben hier eine Menge Platz. Übrigens, wenn Sie hier Befehle hinzufügen, die über diese Breite der Zeile hier hinausgeht, wird die nicht umgebrochen. Wie kann ich mir jetzt aber noch weitere Befehle hinzufügen? Sie werden mir sicherlich recht geben, dass hier natürlich nicht so viele Symbole oder Befehle hinterlegt worden sind. Ja, das ist ganz einfach. Ich gehe mal auf die Registerkarte Start. Und gehe hier zum Beispiel auf den Befehl Fett. Ich mache einen Rechtsklick darauf und Sie sehen, ich kann diesen Befehl sofort zur Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzufügen. Ja, und schon ist der Befehl Fett in meiner Symbolleiste für den Schnellzugriff hinterlegt. Das hat den Vorteil, egal welche Registerkarte ich hier auswähle, die Symbolleiste für den Schnellzugriff bleibt mir immer erhalten. Und ich kann sie also individualisieren, nach meinen persönlichen Bedürfnissen anpassen. Ich sagte Ihnen eingangs, dass ein neuer Befehl immer ans Ende der Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzugefügt hat. Und dann gibt es ja vielleicht auch noch Befehle, wie zum Beispiel den Befehl Schließen, der nicht in dem Menüband und den dazugehörigen Registerkarten vorkommt. Und dafür hat Ihnen Excel 2013 auch eine weitere Möglichkeit geschaffen. Sie klicken hier auf das kleine Pfeilmenü und sagen weitere Befehle. Und Sie sehen, Sie landen automatisch in den Excel-Optionen und gleich an der richtigen Stelle, nämlich in der Symbolleiste für den Schnellzugriff. Auf der rechten Seite sehen Sie die Befehle, die Sie bereits in Ihre Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzugefügt haben. Und häufig verwendete Befehle ist die Standardeinstellung von Excel. Das heißt, hier ist eine empirische Auswertung erfolgt. Und Sie können sich hier aus diesen häufig verwendeten Befehlen schon mal welche aussuchen. Zum Beispiel das Ausschneiden und durch Anklicken von der Schaltfläche hinzufügen einfach in Ihre Schnellstart-Symbolleiste einbinden. Nur an dieser Stelle, und das ist ganz wichtig, haben Sie die Möglichkeit, jetzt hier die Reihenfolge Ihrer Befehle zu verändern. Sie sehen, ich habe zum Schluss Ausschneiden hinzugefügt. Und in dem Moment, wo ich auf diese kleine Schaltfläche, die jetzt plötzlich aktiv geworden ist, klicke, kann ich die Reihenfolge meiner Schnellstart-Symbolleiste verändern.
und das sowohl nach unten als auch nach oben verschieben, wo ich das gerne hinhaben möchte. Wenn ich den Befehl Schließen hinzufügen möchte, den werde ich nicht finden unter häufig verwendete Befehle, aber Sie sehen, ich habe auch hier die Möglichkeit, auf alle Befehle zu klicken. Ich komme jetzt hier, werden mir alle Befehle, die es in Excel so gibt, angezeigt. Ich kann hier aber einfach reinklicken und mal den Buchstaben S eingeben. Und Sie sehen, er springt automatisch auf die S-Schaltflächen. Und Sie sehen, ich habe hier tatsächlich den Befehl Schließen, füge den hinzu und er hat mir den Befehl Schließen sofort hinzugefügt. Ich kann jetzt auf OK klicken und ich hätte dann die Excel-Option geschlossen. Hier noch ein kleiner Hinweis. Hier gibt es eine Schaltfläche, die heißt Importieren, Exportieren. Importieren, Exportieren, da wird tatsächlich, wenn ich diese Optionen hier für die Symbolleiste für den Schnellzugriff exportiere, eine Datei erzeugt, die ich dann einem befreundeten Kollegen oder wem auch immer zusenden kann. Der kann diese Datei über die Schaltfläche Importieren, Exportieren, importieren und hat die gleiche Symbolleiste für den Schnellzugriff wie Sie. Das macht vielleicht mal Sinn, wenn Sie mit Kollegen arbeiten, die die gleiche Schnellstart-Symbolleiste oder die Symbolleiste für den Schnellzugriff, wie es besser heißt, haben möchten.